Familienkasse, guten Tag. Es geht um mein Kind und es geht um Corona-Zuschuss. Und ich wollte einfach nur in Erfahrung bringen, was noch benötigt wird. Und dann wird man erpresst, wenn sie keine Vollmacht vorliegen haben. Dann geht es nicht mehr weiter und ich beende jetzt das Gespräch. Die Frau S. hat das Gespräch dann abgewürgt. Dann habe ich die Pressestelle verständigt. Die Pressestelle, die zuarbeitende Sekretärin, fragte dann, was kann ich jetzt da für Sie tun? Dann fragte ich natürlich, sind Sie jetzt das Headquarter der Pressestelle oder welchen Part haben Sie inne? Ich bin nur eine Sekretärin der Presseleitung. Ich verbinde Sie mit Frau H. Hein, so heißt sie. Und plötzlich schrie die Frau L. Mit dem ausländischen Namen in irgendeiner Weise, ich kann jetzt nicht. Also das ist ein tolles Intermezzo. Das habe ich eigentlich nicht so gedacht. Jedenfalls werden die Unterlagen nochmal beigebracht und werden nochmal bezeugt, in der Solgerstraße in Nürnberg eingeworfen. Das wollte ich nur nochmal versichern. Und dann wird es eben per Videoaufzeichnung gemacht. Und wenn man dann wieder sagt, es ist wieder nicht angekommen, dann weiß ich im Moment auch nicht, wie ein CAO oder ein Vorstand der Bundesagentur für Arbeit sich verhält. Aber ich glaube, das muss er mal erfahren. Und es gibt einen Nachweis im April auf sozialrichterliche Erfahrung, wurde mir gesagt, bitte stell diesen Antrag bezüglich Corona-Zuschuss, wenn er nicht benötigt wird, weil es eine generelle Zahlung ist, dann entfällt das, ansonsten könnte vielleicht ein Anspruch versagen oder nicht umgesetzt werden. Und beziehungsweise wenn man zu spät ist. Und auch in diesem Schreiben, was ich hier bekommen habe, steht drin, wenn bis dann und dann das nicht passiert ist, dann bekommen Sie den Anspruch für diesen und diesen Monat nicht. Das macht man nicht. Das ist zeitgleich parallel, wie man auch sehen mag, Erpressung. Und das ist sittenwidrig. Das weiß ich und ich werde zeitnah mit dem Sozialrichter sprechen. Ich habe jetzt nur diesen Aufsage gemacht, dass sofort dieser Link an diese Pressestelle geht, damit die wissen, mit wem sie es zu tun haben. Es geht hier immer noch um Kinder und es geht um Leben und nicht jetzt hier um Stress zu generieren. Die eine Position verhält sich daneben, die Pressestelle, was sollen wir jetzt da tun, verhält sich daneben. Also Reputation schaut eigentlich anders aus, wenn es um Mensch geht. Vielen Dank, wir schreiben heute den 21.07.20. Guten Tag, mehr Mensch, dachte ich, in der Menschenrechtspreisträger Straßenstadt zu Nürnberg. Dann halten Sie sich gefälligst daran und hören Sie hin, wenn es Schieflagen gibt in der Kommunikation Ihres Hauses, in dem Zweig der Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Bayern Nord. Guten Tag und haben Sie bitte Verständnis, ich musste so schnell wie möglich jetzt improvisieren und deswegen gibt es hier keinen Laufsteg, kein Red Carpet, sondern einfach nur den Sinn des Vergehens, der Vergehen, jetzt sind es ja schon mehrere, der Plural. Guten Tag.